Ja, danke vielmals. Mal schauen, ob da alles klappt. Und also David Oesch ist auf dem Chat für die nächsten 20 Minuten erreichbar über meinen Computer unter meinem Namen. Also bitte stellt auf dem Chat die Fragen an David Oesch. Er ist auf meinem Computer verfügbar und sieht nebenbei auch noch alle Noten der Studenten, aber wir haben einen Deal. Ist gut? Sehr gut. Ja, also. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der FOSGIS 2021, ich begrüße Sie recht herzlich hier zur FOSGIS 2021, die am Campus der Hochschule Rapperswil hätte stattfinden sollen. Wie einige wissen, stand ich schon vor 8 Jahren hier, und zwar 2013, an der FOSGIS 2013. Und was ist das Erste, das ich gemacht habe damals? Ich habe meine Krawatte abgezogen. Jetzt ist das Jacket dran. Nun ist die Konferenz online und ich stehe ganz alleine hier in der Aula. Das heißt, ganz alleine bin ich nicht, denn der Kameramann ist ja noch da. Und natürlich auch David Oesch. Ich hoffe, dass das Gutes bedeutet und dass die Swisstopo da ist, denn sie kam in letzter Zeit viel zu wenig hier zu uns in die Hochburg von Open Whatever. Der Titel meiner Keynote lautet, ja, Open Whatever im Trend und im Clinch. Was verstehe ich überhaupt unter Open Whatever? Open Whatever, das ist offene Software, das sind offene Daten, das sind offene Formate. Es bedeutet auch offene Ressourcen zum Lernen und Lehren und offene nachvollziehbare Forschungsergebnisse und eine offene Community. Auf die genauen Unterschiede zwischen offen und frei möchte ich hier nicht weiter eingehen. Vielmehr möchte ich zeigen, wie freie und Open Source Software und Open Data eben im Trend sind und auch, wie sie im Clinch sind, beide teilweise auf gleiche, teils auf unterschiedliche Weise. Zudem betrachte ich es manchmal aus Sicht von Business, dann mal aus Sicht Behörden und manchmal aus Community-Sicht. Freie und Open-Source-Software ist seit Jahren im Trend. Das sieht man allgemein, aber auch in der GIS-Tech, wie ich es nenne. GIS-Tech, GIS-Tech. Das sieht man am Erfolg von GIS-Software wie QGIS, PostGIS, GDAL, Proj und JTS, das auf dem Mars gelandet ist letzthin. PostGIS, die Erweiterung von PostgreSQL um Geometrie, Datentypen und Funktionen, ist kürzlich 20 Jahre alt geworden. Wer hätte 2001, also in etwa genau dann, als ich hier an die Hochschule Rapperswil gekommen bin, wer hätte dann gedacht, dass PostGIS heute quasi die Referenz für räumliche Datenverwaltung geworden ist? Auch Open Data ist seit Jahren im Trend, wie zum Beispiel Citizen Science und schließlich Crowdsourcing, worunter natürlich auch OpenStreetMap fällt, zeigt. Ich empfehle jeder und jedem einmal über den Tellerrand zu schauen, zudem und sich namentlich auch Wikidata mal näher anzusehen. Also Linked Data. Dieses Projekt, das Wikidata-Projekt, das ja ursprünglich in Deutschland entwickelt wurde, hat zum Ziel, Wikipedia zu unterstützen. Ich wünschte mir, dass in Zukunft vermehrt Möglichkeiten der Zusammenarbeit von OpenStreetMap und Wikidata ausgelotet werden. Dann gibt es neu auch Open Corporate Data,
die Webseite opencorporate.com gibt einen Einblick, was da bereitsteht. Diese Webseite möchte ein weltweites Verzeichnis sein aller Firmen, die Open Data anbieten. Seit Jahren im Trend ist Open Government Data, also OGD. Das sind Behördendaten, die unter offenen Nutzungsbedingungen oder Lizenzen freigegeben werden, inklusive kommerzieller Nutzung. Und damit bin ich auch schon beim Thema Open Data im Clinch. Noch vor wenigen Jahren musste ich bei einer Datenbestellung einen Beamten anfragen, er der Zentralschweiz, also um da Verdächtige auszuschließen, er möge mit einer komplexen Formel die Datenabgabekosten ausrechnen von Anzahl Layer, Menge der Daten multipliziert mit der Fläche und geteilt durch den Gemütszustand des Regierungsrats oder irgendetwas. Lieferfrist 4 Wochen und gnädige 30% Vergünstigung auf einen 5-stelligen Betrag für Bildungszwecke. Heute bin ich froh, dass David Oesch von Swisstopo da ist und dass wir ihn da haben und er an dieser Stelle gesagt hat, dass wir open-minded sein sollen. Mixed Reality gehört auch zum Trend und hierzu möchte ich auf ein aktuelles Wettrennen hinweisen im Bereich Open Data, das sich zurzeit abspielt. Im April dieses Jahres wurde das Startup Pixel 8 Earth von Snap gekauft, also die Firma hinter Snapchat, so dass das Ding, das die Jungen da so fleißig nutzen. Dahinter steckt nichts anderes als ein Wettrennen um Plattformen und um Benutzer, die mehr oder weniger freiwillig, eher manchmal auf der unfreiwilligen Seite mit ihren Mobile Phones Crowdsourcing von 3D-Daten machen. Das sieht man daran, wie groß da das Interesse ist, dass, wenn man die Namen der Firmen anschaut, die mit ähnlichen Projekten arbeiten, wie Apple, Microsoft, Google und Niantic, die Firma hinter Pokémon Go, die übrigens auch einen Ableger hier in Zürich hat. Etwas mehr erzählen möchte ich zu freier und Open-Source-Software im Clinch. Bei diesem Gedanken hier geht es mir auch darum, wie potenziell nachhaltig diese Open-Source-Projekte sind. Und ich möchte sie aus Business- und aus Community-Sicht kommentieren. Viele Aspekte sind nur zum Teil branchenspezifisch, also GISTech branchenspezifisch und ähnlich bei Open Data oder bei allgemeiner freier und Open-Source-Software. Aber frei und Open-Source-Software ist im Gegensatz zu Open Data auf neuartige Weise im Clinch. Zuerst frei und Open-Source-Software aus Business-Sicht. Große Firmen haben schon lange das Potenzial von Open Source erkannt. Das jüngste Beispiel von Mapbox, das seine Open Source Prinzipien aufgab zum Teil, ist aus Business-Sicht durchaus nachvollziehbar, wenn man an den Spruch denkt, der da heißt, Open Source ist kein Businessmodell, es ist eine Go-to-Market-Strategie. Etwas nachdenklich stimmt mich höchstens, dass viele Talente aus der gesamten GIS-Branche natürlich angelockt wurden mit der Vision Open Source und Open Core. Mapbox war übrigens nie Open Data, denn bei Open Data Projekten ist klar, dass Open Data alleine auch kein Businessmodell sein kann. Ich mag mich noch erinnern, als wir verhandeln mussten bei den Anfängen von Mapbox, wo ja unter anderem auch ein Student von mir mitbeteiligt war. Und wir werden im Programm MapTiler sehen, was dann daraus sich entwickelt hat. Ich kenne einige weitere, zum Teil größere Firmen, die ursprünglich auf Open-Source-Strategie setzten und dann davon wieder abkamen, wie namentlich Elasticsearch im Suchmaschinenbereich, Mongo, DB, bei Datenbanksystemen. Letztere wechselten auf eine Server-Side-Public-License und bis ich gemerkt habe, was das ist, da geht es nicht, die ist nicht mehr als Open-Source-Lizenz anerkannt, denn es geht bei dieser Server-Side-Public-License einzig darum, dass die Lizenzgeberfirma, die hinter der Open-Source-Software steckt, seine Software als Service alleine anbieten kann und nicht sich das Butter nehmen lassen will von den großen Cloud-Anbietern.
Es sind aber übrigens auch kleine Firmen, nicht nur große, die von Open Source profitieren. Schon 2019 hat der Vater von PostGIS, Paul Ramsey, in seiner Keynote an der Phosphor G gesagt, in welcher Phase wir heute stehen und stehen werden. Nach einer ersten Phase mit Red Hat als Vorbild nachhaltiger Businessmodelle mit Open Source kam eine Phase mit Open Core Firmen, wie eben Mapbox, die mit sehr großem Venture-Kapital ausgestattet waren. Ich glaube, 200 Millionen sind nicht genug, wenn ich an Mapbox denke. Diese Blase ist jetzt ein bisschen geplatzt und wir sind damit konfrontiert, dass die großen Cloud-Plattformen den größten Teil des Wertes von Open Source abschöpfen. Das Problem daran ist, dass diese Firmen im Verhältnis zu dem, was sie abschöpfen, nur wenig an Open Source zurückgeben. Und das Beängstigende an der Situation heute ist, dass der freie Markt das vielleicht nicht von alleine regelt. Dann gibt es noch eine andere beängstigende These, dass große Technikgiganten würden Open Source nur dafür einsetzen, um die Margen und Vorteile der Konkurrenz zu untergraben, nicht um die eigenen Vorteile zu stärken. Ich hoffe, dass wir gleich im nachfolgenden Vortrag von Die Cloud hat Open Source gefressen mehr dazu erfahren. Dass das Open-Source-Entwicklungsmodell auf dem Prüfstand steht, das hat schon 2010, also vor 11 Jahren, Matthias Stürmer gefragt, mein Kollege, mein Fachhochschulkollege demnächst übrigens. Er ist zurzeit noch Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern. Er stellt damals unter anderem am Beispiel von MySQL und Oracle fest, dass die Nachhaltigkeit eines Open-Source-Projekts negativ beeinflusst wird, wenn die Hauptentwickler von einer einzelnen Firma stammen. Denn damit befinden sich die Softwarebenutzer trotz Open-Source-Lizenz in einer großen Abhängigkeit zum Softwarehersteller. Erst wenn eine Open-Source-Community aus genügend unterschiedlichen Beitragenden besteht, wie beispielsweise Postgres in sehr ausgeprägtem Maße oder QGIS, dann ist die Nachhaltigkeit gewährleistet oder mindestens eine Voraussetzung dafür geschaffen. Das Interessante an der Informatikbranche allgemein und bei GISTECH ist, dass es auch einige Ausnahmefälle gibt, wo Open-Source-Projekte von einzelnen Maintainern erfolgreich gewartet werden. Ich denke da unter anderem an GDAL, aber vor allem auch an Nominateam, an OSM2PGSQL oder Overpass. Mein Spruch zu Open Whatever ist natürlich bewusst überzeichnet. Damit möchte ich eben auch ausdrücken, dass es mit Open Source und Open Data nicht einfach so weitergehen kann. Denn irgendjemand muss für die menschliche Leistung bezahlen. Das gilt letztlich auch für Open Data, bei der ich mir sehr wohl vorstellen kann, dass Firmen wählen können sollten zwischen mehr Steuern zahlen aus dem Mehrwert, den sie mit Open Data generiert haben, oder eben wenigstens die ergänzten Daten wieder freigeben unter gleicher Lizenz. Letzteres ist ja genau das, was die ODBL fordert. Das mit den Steuern oder Abgaben gilt auch für Open-Source-Projekte. Es gibt immer mehr Stimmen, die verlangen, dass Nutzer von Open-Source-Software dafür zahlen müssen, und zwar grundsätzlich. Was bei der Software auch dazu kommt, ist, dass irgendwie sichergestellt werden sollte, dass damit nicht Menschen mit ihrem Leben bezahlen müssen. Ich sage irgendwie in Anspielung auf ethische Open-Source-Lizenzen, wie zum Beispiel die Hippocratic License. Zum Abschluss möchte ich noch Folgendes mitgeben. Nur schon die Tatsache, dass Open Source eben im Trend ist, das zeigt, dass Open Source auch mittlerweile Gegenstand von Cyberangriffen ist. So unwirklich, dass das klingt. Es gibt Papers, die einen Algorithmen vorstellen, wie man unbemerkt Schadcode in Open Source Projekte einspielen kann. Nur soweit zum Trend und zur Relevanz von Open Source.
Also scheint zumindest ein Honeypot zu sein. Zum Abschluss aber Folgendes. Vor einem Jahr, auf den Tag genau, hat Ex-Präsident Barack Obama eine bemerkenswerte Rede gehalten zur Diplomfeier von Studierenden, die da eigentlich hätten auch hier regelmäßig stattfinden können, aber jetzt eben nicht dürfen. Seine Rede ist heute, 15 Monate nach Ausbruch, immer noch aktuell. Sie begann, frei übersetzt, wie folgt. So unsicher diese Zeiten auch sein mögen, sie sind auch ein Weckruf und sie sind eine Chance. Denn ihr müsst nicht akzeptieren, dass was vorher als normal galt. Ihr müsst die Welt nicht akzeptieren, wie sie ist. Ihr könnt sie zur Welt machen, wie sie sein sollte und wie sie sein könnte. Ihr könnt eine neue Normalität schaffen, eine, die fairer ist und jedem eine Chance gibt und jeden gleich behandelt und Brücken zwischen den Menschen baut. Eben eine offene Community mit engagierten Menschen wie Sie und wie ihr. So, ich wünsche nun lehrreiche 3 Online-Tage. Die Spiele bzw. die Konferenz möge beginnen. Hauptsache whatever. Thank you.